Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend, herzlich willkommen. Willkommen zu Extra 3, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Liebe Zuschauer, endlich. Endlich geht es los. Die Sondierungsgespräche für die Jamaika-Koalition laufen. Morgen treffen zum ersten Mal alle Parteien zusammen. Insgesamt 50 Politiker sollen beteiligt sein. 50 Politiker. Ich habe einmal in meinem Leben versucht, in einer Vierer-WG einen Putzplan zu erstellen. Selbst das war sehr kompliziert. Für mich steht damit fest, vor Ostern 2030 werden wir keine Regierung haben. Schade. Aber es sollte funktionieren. Deshalb bitte, reißt euch zusammen. Leute, ja, die meisten Deutschen wünschen sich diese Koalition. Sie heißt übrigens aus gutem Grund Jamaika und nicht Nein-Maika. Denkt einfach mal drüber nach. Ja? Wobei ich sagen muss, ich bin den Namen jetzt schon leid. Streng genommen bin ich den Namen jetzt schon leid. Jetzt kommen wirklich Monate, wahrscheinlich jahrelang diese ganzen Jamaika-Phrasen. Mit dem Blick in den Atlas sieht man der Weg nach Jamaika zwischen Deutschland und Jamaika. Der Weg nach Jamaika ungefähr 8500 Kilometer. Das ist schon ein langer Weg. Der wohl längste Fluss Jamaikas ist der Black River. Können wir bitte wieder Schwampel sagen? Und noch mehr wünsche ich mir, dass bei den Sondierungsgesprächen mal wieder wichtige Themen zur Sprache kommen. Ja, und nicht immer nur Obergrenze, Zuwanderung und atmende Decke. Das ist alles ein Thema von vor 2 Jahren. Aber wir diskutieren weiter über diese Flüchtlingskrise, als hätte sich überhaupt nichts geändert. In allen Talkshows, gestern wieder bei Maischberger. Eine ganze Sendung zum Thema Zuwanderung. Mit Dauergast Bosbach. Immer der Bosbach. Festgespackst an seinem Sitz. Wahnsinn, sind wir eigentlich komplett bescheuert? Ich sage, es gibt wirklich Themen, da müssen wir uns viel mehr Sorgen machen. Es gibt wirklich Komplexe wie zum Beispiel Gesundheitssystem. Das ist was, da kann man sich wirklich als Normalbürgerin, als Normalbürger, kann man sich da mal Sorgen machen. Was ist eigentlich mit unserem Gesundheitssystem? Schaffen es die Parteien, das mal zu reformieren? Die Große Koalition hat da nicht allzu viel zustande gebracht. Und das bisschen, was sie da machen wollten, das hatte Gesundheitsminister Hermann Gröhe sofort abgearbeitet. Und dann kam auch nichts mehr von ihm. Ne? Hermann Gröhe. Kennen Sie den überhaupt noch, Hermann Gröhe? Ist Ihnen noch ein Begriff? Er ist ja im Prinzip noch Minister, aber man sieht nichts mehr von ihm, man hört nichts mehr von ihm. Man hat das Gefühl, er ist wirklich seit Jahren irgendwie wie vom Erdboden verschluckt. Also, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, falls Sie Hermann Gröhe irgendwo gesehen haben, bitte geben Sie ihn in der CDU-Zentrale ab. Der noch Gesundheitsminister ist leider abgängig. Falls Sie ihn nicht mehr erkennen würden, volles Verständnis, wer würde ihn noch erkennen? Also Sie erkennen ihn an der grau getigerten Bürstenfrisur, am verlangsamten Reaktionsvermögen. Er wirkt häufig orientierungslos und hört auf den Namen Schnuffi. Das wusste ich auch nicht. Jetzt gibt es eine neue Koalition, vielleicht einen neuen Gesundheitsminister. Es wäre also die Chance, die Gesundheitspolitik endlich mal grundsätzlich zu reformieren. Die Grünen wünschen sich ja eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. FDP und Union sind dagegen. Die wollen die Zweiklassenmedizin in Deutschland beibehalten, so wie sie ist. Ja, lieber alles beibehalten. Privatversicherte, gesetzliche und so weiter. Es ist in Deutschland, Sie kennen das. Es ist ein Riesenunterschied. Es ist Zweiklassenmedizin. Die Versorgung von Kassenpatienten und Privatpatienten unterscheidet sich. Sie merken, dass wenn Sie mal ernsthaft krank werden, Privatpatienten bekommen viel schneller die viel besseren Leistungen. Zum Beispiel bekommen Privatpatienten erheblich mehr MRT-Untersuchungen. Ja? Also wenn es was Ernstes sein könnte, MRT, als Kassenpatient kann man da schon mal ein paar Monate lang drauf warten, bis man beim Radiologen überhaupt drankommt. Und klar, manche Probleme haben sich dann sozusagen von selbst gelöst. Ja? Aber ich kenne wirklich Kassenpatienten, die buchen bei Beschwerden einfach mal für 30 Euro spontan irgendeinen Billigflug, dass sie zumindest am Flughafen mal durchleuchtet werden. Das ist zum Teil wirklich, das ist die schiere Verzweiflung. Auf Termine bei Fachärzten muss man als Kassenpatient wahnsinnig lange warten. Man muss wahnsinnig lange warten. Manchmal wartet man so lange, dass man sich fragt, lohnt sich das jetzt zu warten?
Soll ich nicht in der Zwischenzeit einfach selber Medizin studieren? Und wenn man da mal einen Termin hat, ich meine, klar, dann kennt die Freude keine Grenzen mehr. Termin! Termin! Wir haben einen Termin! 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 Wir haben einen Termin! Yes! Ja, yes! Shampoos für alle, da werden spontan Partys veranstaltet. Ich kenne das auch. Falls Sie diese Freude, meine Damen und Herren, wenn Sie das selten erleben, wenn Sie selten so jubeln, dann hat Freddy Radeke ein paar wertvolle Tipps für Sie. Schimpfen Sie nicht immer auf das Gesundheitssystem. Seien Sie konstruktiv. Ja gut, ich warte seit 6 Wochen auf meinen Hautarzttermin. Aber vielleicht ist es auch eine Frage der Einstellung. Man muss die Zeit einfach gut nutzen. Herr Möller, bitte. Ich? Jetzt schon? Das ist ja großartig. Ich kombiniere die Wartezeit mit meiner Arbeit. Deshalb bleibe ich einfach immer direkt beim Arzt sitzen, bis ich dran bin. Oh. Kennst du zufällig jemanden guten Orthopäden? Und wenn alle Stricke reißen, gibt es immer noch diese Möglichkeit. Ich lasse mir die Termine immer auf Vorrat geben. 26. Mai 2020? Ja, den nehme ich. Und dann verticke ich sie wieder. Entschuldigung, haben Sie noch einen kurzfristigen Frauenarzttermin? Ja, morgen, 9.30 Uhr. Den Namen Bernhard Schmidt. Hey. 100 Euro. Entschuldigung, ich brauche dringend einen Termin beim Augenarzt. Hey, Kollege, hier bin ich. Na also, ist doch gar nicht so schwer mit dem Facharzttermin. Ja, ich bin ja irgendwie noch so naiv. Ich denke immer, Medizin. Hat mich Medizin damit zu tun, Menschen heilen zu wollen. Ich meine, Jesus hat ja damals auch Lazarus einfach mal geheilt. Und gesagt, hier, komm, steh auf, du bist lebendig. Und er hat nicht gesagt, Lazarus, bevor ich anfange, bist du privat oder Kasse. Aber Medizin ist eben heute nicht mehr nur die Kunst zu heilen, es ist eben häufig auch ein Wirtschaftsbetrieb. Ich meine, Arztpraxen, Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen, wie alle anderen auch. Gibt es auch so eine Serie? Genau. Die scheiß viel Geldklinik. Doch, habe ich doch schon mal gesehen. Das sind dann Ärzte, die vor allem oder ausschließlich Privatpatienten behandeln und für die gleiche Leistung bekommen ja Ärzte bei Privatpatienten gerne mal das 3,5-fache. Zum Beispiel auch bei den Beamten. Die sind ja meistens privat versichert, haben Beihilfeanspruch, die Beamten. Das heißt, der Steuerzahler finanziert, dass die Beamten bessere medizinische Leistungen bekommen als die Mehrheit der Bevölkerung. Dann finde ich, sollte der Zahnarzt bei Beamten aber auch 3,5-mal so lange bohren, damit man die Behandlung auch genießen kann. Finde ich fair. Also, auch bei meinem Finanzbeamten finde ich es ganz fair. Es gibt auch überhaupt keine Verpflichtung für Ärzte, Kassenpatienten zu behandeln. Ja, es gibt Praxen, die einzigen, die da überhaupt gesetzlich versichert sind, das sind die Arzthelferinnen am Empfang. Ich vermute ja, in Zukunft wird die Behandlung für Kassenpatienten ohnehin so aussehen. Der Nächste bitte. Hallo Patient. Na, wo drückt der Schuh? Beschreiben Sie Ihr Leiden mit 3 Worten. Das hat zu lange gedauert. Der Nächste bitte. Der Nächste bitte. Das war früher aber nicht so. Früher war das anders. Ich kann mich selber an Zeiten erinnern, da bekamen auch Kassenpatienten alles. Auch von den gesetzlichen Kassen. Es wurde alles bezahlt. 2-mal niesen und Nase laufen. Da war man 6 Wochen zur Kur in Bad Wörishofen. Wenn man keinen Kurschatten fand, da konnte man bei der AOK anrufen und die haben dann auf Krankenschein noch jemanden geschickt. Heute kriegst du als Kassenpatient vieles nur noch gegen Aufpreis. Manche Ärzte sind dazu übergegangen, Selbstzahlersprechstunden anzubieten für Kassenpatienten, die es eilig haben. Hier ein Auszug aus einem Internetforum, in dem sich Ärzte gegenseitig Tipps geben, wie man mit Selbstzahlern am meisten Kohle macht. Lassen Sie das Telefon klingeln, bis es heiß läuft. Wenn die Termine voll sind, dann gibt's außer in einem wirklichen Notfall nichts mehr, außer in der Selbstzahlersprechstunde. Sie glauben nicht, wie gut das funktioniert. Grippewelle ist toll für die Selbstzahlersprechstunde. Nirgendwo steht geschrieben, dass wir jeden Infekt am selben Tag anschauen müssen. Ja, das sind die schwarzen Schafe. Das sind eben diese berühmten Ärzte ohne Gehaltsgrenzen. Das ist natürlich auch ein Fehler des Systems, das so ein Verhalten irgendwie auch provoziert. Über 60% der Deutschen hätten ja lieber eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Die Mehrheit wünscht sich das und es wäre ja auch fairer, die Einheitsversicherung wäre fairer,
auch für Privatpatienten. Denn die Privatversicherung ist ja für viele irgendwann ein Riesenproblem. Als junger, berufstätiger Mensch ohne Krankheiten kommt man da ganz leicht rein. Aber wenn man einmal drin ist, kommt man nur noch ganz schwer raus. Und es kann ja im Leben, das wissen wir alle, es kann auch finanziell mal irgendwann bergab gehen. Boris Becker ist aber nach wie vor Privatpatient. Ich gehe zumindest mal schwer davon aus. Ja? Und diese privaten Versicherungen werden ja im Alter immer teurer. Das heißt, durch bessere Medizin lebt man als Privatpatient länger, kann sich das aber dann gar nicht mehr leisten. Verrückt. 86% der Ärzte sind komischerweise dafür, das bestehende System beizubehalten. Ich weiß gar nicht genau, warum. Fragen wir doch mal nach. Zange. Schere. Schere. Was ist denn jetzt? Find sie nicht. Scheiß Kassenpatienten. Das ist Johannes Schlüter, Chefarzt am Dr. Chivago Krankenhaus in Ratzeburg. Er behandelt in seinem Haus Privatpatienten und Kassenpatienten. Alle sollen gleich gut versorgt werden, aber das darf auch nicht zu viel kosten. Kein Problem, Schlüter findet immer eine Lösung. Herr Schlüter, in Deutschland gibt es ja leider eine Zweiklassenmedizin. Das kann man so nicht sagen. Na gut, ein bisschen flexibel müssen unsere Patienten schon sein. Zum Beispiel unser Herr Brunkhorst. Der hat sich mit der Kreissäge alle Finger abgesägt und selbstverständlich haben wir die wieder drangenäht. Also ein paar zumindest. Er ist ja leider nur Kassenpatient. Und Herr Brunkhorst, wie sieht's aus? Richtig so, Herr Brunkhorst, wackeln. Aber es wäre doch viel gerechter, wenn alle Bürger solidarisch in einen Topf einzahlen würden. Wie diese Bürgerversicherung zum Beispiel. Es geht doch um Wahlfreiheit und Freiheit ist nun mal das Wichtigste. Das zeigen doch alle Beispiele in der Geschichte. Einer für alle und alle für einen. Nee, ich bin doch jetzt privat versichert. Aber mal ehrlich, Herr Schlüter, Ärzte behandeln Privatpatienten deswegen so gerne, weil die einfach viel mehr Geld bringen. Ich bin da selber privat versichert. Ach, sind Sie? Und was ist das denn? Sind das etwa spröde Fingernägel? Das schaue ich mir mal genauer an. Kopfschmerzen auch noch. Das könnte ein Gehirntumor sein. Ich behalte sie am besten mal hier. Wir machen sofort ein CT, MRT, Ultraschall, Darmspiegelung, Röntgen und Delfintherapie. Schwester! Delfintherapie? Na sicher, sonst hätten wir den ja ganz umsonst gekauft. Johannes Schlüter, ein Mann ist Meister aller Kassen. Ein Film von Dennis Kauf und Jesko Friedrich. Wir bleiben noch beim Thema Gesundheit, die CSU. Die CSU hat sich ja einen gesunden Patriotismus auf die Fahnen geschrieben. Gesunder Patriotismus, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ich glaube, es hat wieder mal mit Flüchtlingen zu tun. Gesunder Patriotismus. Gibt es da nicht auch was von Patriofarm? Chauvinal Forte. Für gesunden Patriotismus. Gute Reise, gute Abschiebung. Wusste ich doch. Ja, die CSU drückt weiter nach rechts. Unter den Umständen kann man sich vorstellen, die Koalitionsverhandlungen werden schrecklich. Und auch Angela Merkel ist ja nach diesem schwachen Ergebnis bei der Bundestagswahl, sie ist nicht mehr ganz unumstritten in ihrer Partei, auch wenn Parteifreunde das eher durch die Blume äußern. Ich bin auch der Auffassung, dass Frau Merkel eigentlich die Richtige ist mit ihrer Erfahrung. Wer eigentlich sonst? Die Richtige? Nein, sie ist und die Richtige. Uneigentlich? Nein, sie ist die Richtige. Kommen Sie her. Wollen wir das Wort nicht... Kommen Sie her, wollen wir nicht Pepsi hier. Also was? Also eigentlich nicht. Die Koalition zwischen CDU, CSU, Grünen und FDP, es ist natürlich schwierig. Klar, es ist in etwa so, als wollte man einen neuen Fußballclub gründen. Rasenballsport FC Dortmund 04 München. Ja? Diese Aufgabe scheint Angela Merkel jetzt schon sehr zu fordern. So sehr, dass sie inzwischen Fehler macht. Auf internationalem Parkett, sehr sichtbare Fehler, beim EU-Gipfel in Tallinn stand ganz offensichtlich auf der Einladung Dresscode, alle Staats- und Regierungschefs bitte in Blau. Was macht sie? Ha. Leider übersehen, ja, Dresscode, was für ein Dresscode. Wie die ersten Schritte aussehen könnten bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen, das erklärt uns jetzt ein Insider, nämlich der Jamaika-Beauftragte der Bundesregierung, Maximilian Schaffroth. Hey, Erling. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen, Herr Schaffroth.
Sehr schön. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben. Herr Erling, die Zeit, die nehme ich mir ganz bewusst. Politik ist ja in erster Linie Kommunikation, nicht wahr? Da wurden viele Fehler gemacht. Da wurde oft nicht sauber kommuniziert. Doch damit ist jetzt Schluss. Jamaika kommt, wir wuppen das Ding. Berliner Ehrenwort. Sie wirken enorm zuversichtlich, Herr Schaffroth. Nun ist die Bildung der Jamaika-Koalition natürlich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist die Quadratur des Kreises. Was macht Sie denn da so sicher? Herr Ehring, ich sage immer, wer die Quadratur des Kreises nicht für möglich hält, der ist noch nie mit einem Fahrrad die Treppe runtergefahren. Wissen Sie, Ehring, ich bin Problemlöser. Ja? Wenn ich geholt werde, dann heißt das, es ist High Noon in Berlin. Ja? Die wissen nicht mehr weiter. Ja? Ich bin sowas wie der MacGyver des Kanzleramts. Ja? ich trage mein Handy am Gürtel. Ja? Also oh ja, ich baue Ihnen aus einer Salatschleuder eine Parabolantenne. Ja, ja? Ja. Ich hangel mich mit einem Toilettenpömpel die Reichstagskuppel hoch und hole da ein Storchennest runter. Ja, ja, ja? Ja, ja. Ich flicke Angela Merkels Hosenanzug mit einem Fahrradschlauch-Reparaturkit, wenn die Situation es erfordert. Sie sagen, Jamaika ist ein weiter Weg. Ich sage, Jamaika ist fußläufig erreichbar. Beeindruckend, Herr Schaffroth, sehr beeindruckend. Aber werden wir mal konkret. Die Grünen wollen Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Die FDP sieht das als inakzeptablen staatlichen Eingriff. Jetzt mal ganz konkret, Thema Kohle. Wie soll da eine Einigung zustande kommen bei der Kohle? Solche Sachen, Herr Ehring, steuern wir über die Webpage synonym.com. Da tippen Sie Obergrenze ein und hinten kommt Richtwert raus. Das ist geil. Ich sage Ihnen eins, Herr Ehring, das hat synonym.com, hat Seehofer und Merkel den Arsch gerettet. Also machen wir mal ein kleines Rhetorikspiel, okay? Ja. Lassen wir das Wort Kohle doch mal weg, ist so ein großes Wort. Sagen wir, Grün und Gelb sind für die Nutzung nicht-nuklearer Energiegewinnung. Sind Sie d'accord? Damit bin ich jetzt d'accord. Okay, that's it. Initial here, initial there, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Also, nee, Herr Ehring, wir müssen jetzt eine Regierung bilden. Das sind wir den Wählern, das sind wir diesen Leuten hier schuldig. Also ja, 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 verkomplizieren wir das doch jetzt nicht durch Fakten. Ja, aber so ein Minimum muss doch wohl sein. Es geht doch schon um konkrete Themen. Es geht irgendwie darum, dass sich Wähler vorgestellt haben, das und das wähle ich, damit das und das passiert. Und die wollen auch das, was sie gewählt haben, dann irgendwie umgesetzt sehen. Ja, Herr Ehring, haben Sie das Spiel aber nicht verstanden? Demokratie bedeutet ja nichts anderes, als sich immer wieder frei für die Unfreiheit zu entscheiden. Ja? Danach muss man vertrauen und Antistressbälle kneten. Wir machen in den Sondierungen ja nichts anderes. Ist das Ihr Plan für die Verhandlungen? Sie kneten Antistressbälle? Ehring, Jamaika ist ohne den Antistressknetball überhaupt nicht möglich. Das ist maximale Anspannung. Dem Kubicki, dem platzt jedes Mal ein Gefäß, wenn der die Göring-Eckardt sieht. Ja, der Lindner, der hängt an seinem iPhone und tradet Zuckerderivate. Und der Özdemir, der sitzt am Boden und redet mit seiner Balkonpflanze. Ich habe gesagt, ihr müsst euch öffnen. Ihr müsst durchlässiger werden. Ihr müsst Empathie entwickeln, aufeinander zugehen. Ja? Und da passieren so schöne Dinge. Es ist so wertvoll. Der Özdemir ist heute Morgen mit seiner Balkonpflanze zu Lindner hingegangen und hat gesagt, Christian, magst du ein bisschen Hasch? Der Kubicki und die Göring-Eckardt, die legen zusammen einen Zen-Garten an. Der Lindner macht Treehugging im Harz und der Özdemir spielt jetzt auf Ibiza SUV-Polo mit Carsten Maschmeyer. Also, ist das geil oder ist das geil? Ja, aber was ist denn SUV-Polo? Das ist wie Polo, nur ohne Pferd. Also, du sitzt in einem Geländewagen und hältst den Schläger aus dem Fenster. Das ist geil. Der Özdemir hat gesagt, no fucking way, ja. Ich spiele das nur mit einem Hybrid-Geländewagen. Und das ist echte Kompromissbereitschaft, ja. Ich sage Ihnen eins, wenn der Özdemir kokst, der Lindner kifft und der Seehofer tatenlos zusieht, dann ist Jamaika Realität. Wir werden das weiter interessiert beobachten. Vielen Dank, Maximilian Schaffroth. Das sind große Visionen, meine Damen und Herren. Ich habe ja eher die Befürchtung, am Ende können sich alle auf einen Minimalkonsens einigen. Der sieht dann ungefähr so aus, nach 4 Jahren Verhandlungen. Ja? Erstens, kein Bier vor 4. Zweitens, nachts ist kälter als draußen. Drittens, Sean Connery war geiler als Roger Moore. Viertens, der letzte macht das Licht aus. Und fünftens, das ist klar, es gibt nur einen Rudi Völler. Auf mehr werden die sich wahrscheinlich nicht einigen können. Mitbeteiligt an den Sondierungsgesprächen auf Seiten der Grünen ist ja unter anderem Winfried Kretschmann. Und ich weiß nicht, ob das die Verhandlungen wirklich beschleunigt. Nein! Eben!
bis der bei seiner Redegeschwindigkeit gesagt hat, was er will, ist die Legislaturperiode längst vorbei. Andererseits, inhaltlich gibt es sicherlich die ein oder andere Übereinstimmung zwischen ihm und der Union, ist ja keine Frage. Kretschmann hat sich dafür ausgesprochen, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Kretschmann hat die grünen Pläne zu E-Autos für Schwachsinn erklärt. Er hat sich noch dieses Jahr einen Diesel gekauft und plant gerade eines der schärfsten Überwachungsgesetze Deutschlands einzuführen in Baden-Württemberg. Also für die Grünen ist er der Partei-Schreck. Oder wenn man es etwas neutraler formulieren will, dann könnte man sagen, Kretschmann ist, er ist ein politischer Flexitarier. Und dafür gibt's was auf die Ohren. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg fährt einen Daimler-Basta. Ihr fahrt Fahrrad, ich fahr Daimler-Benz. Das ist schon ein geiles Gefühl. Bin nicht so linksversifft wie ihr. Sicherheit nicht. Steckt tief im Popo von der Autolobby drin. Bin ein Konservativer bei den Grünen. Ihr Öko-Trottel wollt ein Fahrverbot. Doch Dieselduft ist gar nicht schlimm. Das ist einmal der Geruch von Freiheit. Scheiß Nervensägen in Berlin. Bin ein Konservativer bei den Grünen. Ich geh zu Angie hin, für mich die beste Kanzlerin. Bin ein Konservativer bei der CDU, bei den Grünen. Wir dürfen es mit der Political Correctness nicht übertreiben. Eure Reichensteuer find ich doof. Blödsinn. Doch Überwachung ist okay. Ja. Und kommt ein Flüchtling aus Afghanistan zu mir, den schieb ich ab, ja, no matter what you say. Oh, im Ländle bin ich King, ich sing schöner als der Sting, der Kretschmann von den Grünen. Aus dem Öko-Tiger ist der übliche Lobby-Bettvorleger vor der Autoindustrie geworden. Das war lustig, ja. Ein Song von Dennis Kaub und Jesko Friedrich. Niedersachsen hat gewählt, meine Damen und Herren. In Niedersachsen wurde gewählt am Sonntag und du glaubst es nicht, die SPD ist wieder auferstanden. Die SPD hat gewonnen. Noch am Wahlabend soll Elke Twesten angefragt haben, ob sie in die SPD eintreten. Wahnsinn! Ein Wahnsinn. Und Martin Schulz, er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Der Schulz musste wirklich seine Rede vor dem Spiegel 20 Mal üben, damit er nicht aus Versehen sagt, heute ist ein schwerer Tag für die deutsche Sozialdemokratie. Und die Rede war toll, die war überschwänglich. Haben Sie die Rede gehört? Wir feiern heute gemeinsam, es war ein wunderbarer, sonniger Tag in Deutschland. Vor allen Dingen in Niedersachsen. Vor allen Dingen in Niedersachsen, da scheint die Sonne heute natürlich für uns Sozialdemokraten in besonders heller Art und Weise. Da wollte er sagen, aus dem Arsch. Haben Sie auch gemerkt. Ne? Gerade eben die Kurve gekriegt. So eine gute Laune. Und was ist denn hier los? Selbst Ralf Stegner darf wieder vorne stehen. An dem Tag war alles egal. Sonst wird Stegner inzwischen immer hinter Buchsbaum irgendwo in der letzten Reihe. Aber ne, jetzt hieß es, komm, scheiß drauf. Ralf, altes Regengesicht. Du darfst nach vorne. Die SPD erlebt nach der Bundestagswahl einen ganz interessanten Effekt. Ich glaube, es ist ungefähr das, was man kennt vom DFB-Pokal. Man ist immer automatisch für den Außenseiter. Und den Status hat inzwischen die SPD erreicht. Die SPD ist nach der Bundestagswahl jetzt sowas wie der FC St. Pauli. Und nach der Landtagswahl, da gibt es schon solche T-Shirts. Bundestagswahlsieger, Besieger. Und ganz besonders toll finde ich, dass gerade Stefan Weil die Wahl gewonnen hat. Nicht ein smarter, frecher, junger Typ, sondern eher... Der dröge Buchhalter. Und ich glaube, da liegt die Chance der SPD, langfristig auch Merkel zu schlagen. Merkel ist öde, ohne Visionen, mit schlechten Reden und wenig Esprit. Und jemand, der einem suggeriert, Politik ist so langweilig, oh, da braucht ihr euch gar nicht drum zu kümmern, lasst mich das mal machen. Ja, das mögen die Deutschen. Ich glaube, wenn man Merkel schlagen will, darf man nicht jemanden aufstellen, der spannender ist als Merkel. Man braucht jemanden, der noch einschläfernder ist als Merkel. Deshalb wirklich appelliere ich an der SPD, habt den Mut, macht es bei der nächsten Wahl Thorsten Schäfer-Gümbel. Traut es euch, macht es einfach mal. Oder, was weiß ich. Ich spinne jetzt mal rum, vielleicht
vielleicht sogar noch öder, also eine Flasche Sprudel. Ja? Oder noch öder, Olaf Scholz. Also, ne? Eine Flasche ohne Sprudel. Also, die CDU war jedenfalls total perplex. Sie konnte gar nicht fassen, dass sie mal nicht die stärkste Kraft war. Die Union hier in Niedersachsen ist mit 35% zweitstärkste. Zweitstärkste? Hat er sich ganz anders aufgeschrieben? Zweitstärkste? Hoppla. Ja, er war so ein bisschen durch den Wind, der Althusmann. Haben Sie auf mich gewartet? Nein. 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 Auf ihn wartet keiner mehr. Ne? Warum auch? Die SPD hat ja gewonnen. Aber nun ist es auch kein Erfolg, den man so richtig lang genießen kann. Denn mit wem kann sie koalieren? Die SPD, das ist das Problem. Ist ein bisschen wie die Katze, die auf den Baum klettert und sagt, yeah, ich bin oben. Wie geil ist das denn? Ich bin auf dem Baum. Und dann, Hilfe, wer holt mich wieder runter? Für Rot-Grün reicht es nicht. Die FDP hat keinen Bock, das Ampelmännchen zu spielen. Große Koalition mit der CDU, uiuiuiui, schwierig. Also zur Not muss die SPD zusammen mit VW regieren. Könnte auch eine Option sein für den Bund, falls Jamaika scheitert. Denn die Verkehrspolitik ist ja auch ein großes Streitthema bei Jamaika. Die Grünen wollen mehr tun für Fahrradfahrer in den Städten. Die Union und die FDP stehen traditionell der Autoindustrie nahe. Und schon zu den Sondierungsgesprächen werden wahrscheinlich die einen im Mercedes-Kombi anreisen, die zweiten im Porsche, die dritten auf dem Fahrrad. Und Horst Seehofer kommt gar nicht, weil er mit seinem DeLorean zurück will ins Jahr 1955. Aber wie könnte denn eine vernünftige Verkehrswende überhaupt aussehen? Ein gutes Beispiel dafür gibt die Stefanibrücke in Bremen eher nicht ab. Daniel Sprenger und Jens Barkhorn. Die Stefanibrücke in Bremen ist marode. 94.000 Fahrzeuge brettern jeden Tag über sie herüber. Davon knapp 10% Lkw. Deswegen soll die Brücke entlastet werden. Man könnte dafür zum Beispiel eine Autospur sperren. Theoretisch. Das Amt für Straßen und Verkehr hatte noch eine bessere Idee und hat lieber eine andere Spur gesperrt. Nach sorgfältiger Abwägung der verkehrlichen Auswirkungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, eine Einengung der Geh- und Radwege vorzunehmen. Genau. Die schweren Radfahrer und Fußgänger, die sind das Problem, nicht diese Fahrzeugchen. Und deshalb hat das Verkehrsamt diesen Zaun aufstellen lassen, der den Geh- und Radweg 2 Meter schmaler macht. Es ist jetzt einfach ein bisschen enger für alle und nicht so komfortabel, man kommt sich ins Gedränge. Also bringt du das nichts. Das sieht das Verkehrsamt aber anders. Die rechnerische Reduzierung der Verkehrslasten beträgt ca. 234 Tonnen. Ja, das wären Hunderte von Menschen gleichzeitig auf der Brücke. Und so sieht sie doch bestimmt ständig aus, oder? Ich wohne seit 50 Jahren in Bremen. Ich habe noch nie auf dieser Brücke mehr als 10 Leute gesehen. Passiert vielleicht gerade Silvester und dann auch noch nicht mal. Na schön, aber falls doch mal so viele Menschen kommen wollen, dann hält der massive Absperrzaun sie auf. Gut, der wiegt jetzt auch ein klitzekleines bisschen. Ich glaube, die Zaunelemente wiegen 16 Kilo, die Betonfüße 31 Kilo, wenn man da mal zählt. Ich glaube, jetzt gar ist die Brücke mehr belastet als ohne Zaun. Zum Glück hat die Stadt Bremen ja jetzt eine neue, ganz tolle Idee. Der Zaun soll weg und stattdessen sollen die Menschen elektronisch gezählt werden. Los geht's. 1. Der Sprecher vom Verkehrssenator erklärt, wie es dann weitergehen soll. Wenn, was weiß ich, 500 Menschen auf der Brücke sind, dann klingelt bei der Verkehrsmanagementzentrale der Alarm. Aber bis zu, sagen wir mal, 700 Menschen dürfen auf die Brücke. Das heißt, ich habe eine Sicherheitsmarge von 200 Menschen. Und in der Zeit könnte man dann beispielsweise, das müssen wir noch abstimmen, die Polizei rausfahren, um in irgendeiner Form zu gucken, dass die Brücke dann wieder gesperrt wird, aus Sicherheitsgründen. Also ich halte das für Blödsinn. Ist ja noch bescheuert. Also eine Zählanlage kostet doch auch einiges irgendwie. Da muss man doch einfach oben am Verkehr irgendwas verändern. Als würden die paar 40 Tonner aus der Stefanibrücke eine wackelige Angelegenheit machen. Tch.
auch in Bremen, also ein harter Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. Und überall im Land herrscht ja heutzutage Krieg. Es herrscht Krieg auf den Straßen. Für Autofahrer sind Radfahrer an allem schuld. Für Radfahrer sind die Autofahrer die Schlimmsten. Ist natürlich Quatsch. Es ist ja auch jeder irgendwie alles. Also in Wahrheit ist es ja so, wenn ich zu Fuß gehe, dann nerven mich die Radfahrer. Wenn ich Radfahre, nerven mich die Autofahrer. Wenn ich Auto fahre, nerven mich alle anderen. Wenn ich Bahn fahre, nervt mich die Bahn. Zur aktuellen Situation auf deutschen Straßen hier ein Extra 3 Extra mit Janine Ullmann. Willkommen zu Extra 3 Extra. Hamburg, der Krieg auf Deutschlands Straßen zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern eskaliert weiter. Wir schalten deswegen jetzt direkt zu unserem Reporter Klaus Bräune ins Krisengebiet in die Hamburger Innenstadt. Klaus. Ja, Janine, die Situation hier ist komplett außer Kontrolle geraten. Mit Zivilisation hat das hier nichts mehr zu tun. Unfassbar, zu was Menschen imstande sind. Aus dem Weg, du Penner! So, jetzt reicht's. Danke, Klaus Bräune. Der Verband der Autofahrer droht mittlerweile offen mit einer Annexion des Fahrradstreifens. Scharen von Radfahrern versuchen jetzt über die sogenannte Bikerroute in autosichere Drittstaaten zu flüchten. Der UN-Sicherheitsrat hat als Reaktion ein Ersatzteilembargo gegen deutsche Autofahrer beschlossen. Wir fordern einen kompletten Lieferstopp für Winterreifen und Duftbäume. Darauf reagierte die deutsche Autolobby mit folgendem Statement. Wir haben überhaupt nichts gegen Fahrradfahrer, solange sie nicht Fahrrad fahren. Stuttgart. Die Autostadt testet zurzeit ein neues Verkehrssicherheitskonzept. Demnach dürfen Autofahrer nur noch zwischen 6 und 23 Uhr fahren. Fahrradfahrer zwischen 23 und 2 Uhr nachts. Fußgänger dürfen zwischen 2 und 5 Uhr morgens auf die Straße. Zwischen 5 und 6 sind die Straßen für Einradfahrer und für Clowns auf Stelzen reserviert. Das Institut für Straßensicherheit empfiehlt Radfahrern nun zusätzlich zum Helm auch eine etwa 2 Meter breite und 4 Meter lange Karosserie mitzuführen. Außerdem Airbags, Stützräder und eine mehrteilige Xenon-Lichtanlage. Auch die Wirtschaft reagierte auf die Krise im Straßenverkehr. Auf der IAA wurden neben den selbstfahrenden jetzt auch die ersten selbst schimpfenden Autos vorgestellt. Der Mercedes-Benz, der Platzer und der VW Pöbel. Du hast wohl deinen Führerschein im Lotto gewonnen, du alte Schrapnelle. Und zum Schluss noch eine interessante Statistik. Laut einer aktuellen Verkehrsstudie kommen immer mehr Fußgänger unter die Haube. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Das war Extra 3 Extra. Sie sehen im Anschluss eine Dokumentation über Deutschlands schönste Fahrradwege, Breaking Red. Und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Janine. Auch bei der AfD heißt es gerade, jeder gegen jeden. Ja, nach der Wahl merken offenbar ganz viele AfD-Politiker, hups, das sind ja Rechtsradikale in meiner Partei. Da trete ich mal lieber aus. Ne? Hätte man vielleicht vorher mal googeln können. Aber Frauke Petri, ausgetreten, Markus Pretzell, auch ausgetreten und. Jetzt ist auch die Vorsitzende der Christen in der AfD aus der Partei ausgetreten. Christen in der AfD. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Klingt wie Tofu-Beauftragter im Schlachthaus. Meine Damen und Herren, wir haben heute bei uns im Studio die zukünftige Bundestagsabgeordnete der AfD, Marlies Heidel. Vor 2 Wochen war sie bereits einmal bei uns. Da, na, wie soll man sagen, ist die Situation so ein bisschen eskaliert. Wir starten also heute einen zweiten Versuch. Herzlich willkommen, Marlies Heidel. Frau Heidel, beim letzten Mal haben Sie ja fluchtartig das Studio verlassen. Ja, es war auch mein gutes Recht, Herr Ehring. Ne? Sie hatten mich beleidigt. Sie hatten Ausschuss zu mir gesagt. Darf ich es kurz noch mal festhalten fürs Protokoll? Ich habe gesagt, Sie werden bald in einem Ausschuss sitzen. Schon wieder, Herr Ehring, Sie haben schon wieder Ausschuss gesagt. Nehmen Sie sich in Acht. Frau Heidel, die AfD hat es ja geschafft mit sehr populistischen Forderungen. Ich warne Sie. Sagen Sie nicht Popo zu mir. Frau Heidel, bitte, die AfD hat es geschafft, in den Bundestag einzuziehen. In den Reichstag, Herr Ehring, in den Reichstag. Und jetzt holen wir uns
unser Land zurück. Ja, die Polen werden schon ganz nervös. Aber sehen wir uns vielleicht einfach mal die nüchternen Fakten an. Knapp 13% haben sie gewählt. 87% haben sie nicht gewählt. So gesehen war es eigentlich die schlechteste Machtübernahme seit 1933. Das ist wirklich in der Tat eine Zumutung, hier zuhören zu müssen. Herr Ehring, kommen Sie auf den Punkt. Ich verlasse sonst das Studio. Ja, genau, das scheint ja ein Trend zu sein. Abhauen. Ja, es scheint ein Trend zu sein. Es gibt eine auffällige Migrationsbewegung aus der AfD heraus. Frauke Petry ist gegangen. Ihr Mann, Markus Pretzell, ist ihr gefolgt. Ne? Ja, Familiennachzug waren wir schon immer dagegen. Jetzt ist die AfD nach Pretzells Abgang geschwächt, die AfD in Nordrhein-Westfalen. Er war ja immerhin Fraktionsführer im Landtag. Gerade wurde ein Parteitag abgesagt. Alle sind ganz durcheinander. Ne? Die AfD quasi ohne Führung. Führerlos, ja. Die AfD, ja. Lächerlich. Ja. Aber richtig, Herr Ehring, in Nordrhein-Westfalen werden wir sehr wählerorientiert arbeiten müssen. Was heißt das also wirklich mal jetzt konkret politisch? So weit werden wir nicht gehen. Ja. Wählerorientiert in NRW bedeutet, wir gehen zur nächsten Tanke, ja, schrauben uns 8 Halbe in den Hals und machen Stimmung gegen Flüchtlinge. Das lenkt erstmal ab. Frau Heidel, in einem anderen Bundesland in Mecklenburg-Vorpommern greifen sich die AfD-Fraktionsmitglieder gerade gegenseitig an. Ja, manchmal hat man das Gefühl, ihre Parteimitglieder seien streitsüchtig und kindisch. Selber, lachen alle Kälber. Ja. Herr Ehring, Mecklenburg-Vorpommern ist ein sehr gebeuteltes Bundesland und hat schon viel Leid und Aggression erlebt. Sie meinen in der DDR? Nein, ich meine die A20 zur Ferienzeit. Aber ich bitte Sie, ist denn das ein Grund, jetzt so auszurasten? Fraktionsmitglieder der AfD greifen sich gegenseitig an, bezeichnen sich gegenseitig als Nazis. Die Nazi-Keule, na klar, jetzt kommt die Nazi-Keule. Letzte Verwarnung, Herr Ehring, gleich bin ich weg. Ich meine gegenseitig. Ihre eigenen Parteifreunde gegenseitig, bezeichnen sich gegenseitig als Nazis. Frage. Wenn wir wirklich Nazis wären, so wie Sie es hier darstellen, wären wir dann so chaotisch und unorganisiert? Hä? 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 Ich versuch's. Es kommt überhaupt nicht durch. Ich versuch's nochmal anders. Frau Heidel, steht die AfD jetzt schon vor dem Konkurs? Selbst wenn, wo wäre das Problem? Dann bekommen wir einen Kredit vom Bund und werden von der Lufthansa übernommen. Die Stimmung in der Partei ist jedenfalls hervorragend. Vielleicht kriegen Sie es aber auch nur nicht mit, wie die Stimmung wirklich ist. Ich sag mal so, wenn im Schwimmbad ein Brand ausbricht, merken die in der Sauna ist ja zuletzt. Was haben Sie gerade gesagt? Dann merken die in der Sauna... So, es reicht. Sie haben mich Sau genannt. Ein Skandal, ich gehe. Ich habe Sauna gesagt. Ja. Anzeige ist raus. Da ist sie weg. Es heißt ja immer, der Erfolg der AfD wäre ein Beleg dafür, dass sich die Mehrheit der Deutschen eine andere Politik wünscht, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage. Und deshalb muss man dann thematisch der AfD hinterherhecheln. Ist ja Quatsch, es war ja keine Mehrheit. Man muss es immer wieder sagen, es waren wirklich nur 13%. Also die restlichen 87% der Wähler sind eben anderer Meinung. Nicht immer hat die Mehrheit recht. Klar, aber seit wann hat immer nur die Minderheit recht? Es sind ja auch etwa 13% der Deutschen Vegetarier. Und was heißt das jetzt? Schafft jetzt Bayern die Weißwurst ab? Ich glaube nicht. Etwa 13% der Deutschen sind tätowiert. Reagiert da die Politik? Zeigt uns Söder demnächst sein Arschgeweih? Und Merkel ihr Tattoo? Alles Schlampen außer Joachim? Es sind auch etwa 13% der Deutschen Anhänger von Sadomaso. Das beliebteste Buch der letzten Jahre war 50 Shades of Grey. Ja, was heißt das? Tritt jetzt Seehofer nur noch in Lack und Leder auf? Hat Seehofer jetzt einen Knebel im Mund? Nein. Auch wenn ich denke, es würde die Regierungsbildung durchaus erleichtern. Wie fühlen sich eigentlich die 13%, die die AfD gewählt haben, in dem Glauben, dass diese Partei ihre Interessen vertritt, im Bundestag, in den Landtagen? Ich denke, viele würden sich heute anders entscheiden. Ja, es gibt ja sogar Untersuchungen. Viele würden ihre Stimme sogar gerne zurückgeben. Es ist leider nicht möglich. Tobias Schlegel gibt ihm aber einmalig die Chance dazu. Ich bin heute in Schwerin, um AfD-Wählern zu helfen. Die müssen doch ganz schön genervt sein. Interner Streit und Parteiaustritte. Ex-Chefin Petry will sogar eine neue Partei gründen. Grund genug für eine Rücknahmestelle für AfD-Stimmen. Ah.
Hallo, haben Sie AfD gewählt? 62% der AfD-Wähler bereuen es jetzt schon. Und deshalb hat der Bundeswahlleiter entschieden, Sie haben eine Chance, noch mal neu zu entscheiden. Sie kriegen Ihre Stimme wieder. Nee, muss ich nicht. Nee? Nee. Sie bleiben bei der AfD? Richtig. Bereuen Sie es, AfD gewählt zu haben und wollen Ihre Stimme wieder haben? Nee, ich bereue es nicht. Ich habe es auch gewählt. Bereuen Sie es auch, AfD gewählt zu haben? 62%. Ich würde immer wieder wählen. Verstehe ich nicht. Die AfD wollte doch mal alles besser machen. Und nun zoffen die sich noch viel schlimmer als die etablierten Parteien. Und trotzdem bleiben die Wähler ihr treu? Diese Streitereien, Querelen. Frau Kupetri tritt aus der AfD aus. Hier in Schwerin 4 AfDler. Ja gut, aber ich meine, das ist Hetze, die jetzt irgendwo in die Medien kommt. Einfach gegen die AfD. Also Sie meinen, das ist Hetze? Ja. Ja? Ja. Frauke Petri hat sich einfach vom Acker gemacht? Ja, richtig. Ja, was soll man dazu sagen? Das ahnt man ja vorher auch alles nicht. Ja, aber ist das nicht ein bisschen Betrug am Wähler? Man wählt die. Das ist doch alles Betrug. Ach so, dann darf die AfD natürlich auch betrügen. Und es ist auch egal, wenn Herr Gauland sagt, dass die AfD für Deutschlands Probleme auch keine Lösung hat. Ja, das hier im Landtag sind auch 4 AfDler nach der trotzdem Wahl. Trotzdem gebe ich meine Stimme nicht zurück. Na, Sie bleiben dabei. Ich bleib dabei. Das lasse ich mir besser quittieren. Also, Ihre Stimme bleibt bei der AfD. Ich habe Sie darüber aufgeklärt. Das, was Gauland gesagt hat, das, was Petri gemacht hat. Ne? Aber dann kommt doch noch eine AfD-Wählerin, die ihre Stimme jetzt lieber einer anderen Partei geben möchte. Okay, ich wüsste, wo meine Stimme dann hingehen würde. Wo würde die denn hingehen? Wahrscheinlich eher in Richtung FDP. Ach, FDP. Und ich brauche so einen kurzen Grund, warum jetzt nicht mehr die AfD... Natürlich, zerstritten. Zerstritten, gut. Zerstritten. Also, AfD zerstritten, Sie würden gerne Ihre Stimme zurücknehmen und dann die FDP wählen. Würde ich machen. Ja, dann eine Unterschrift. Okay, viele Unterschriften habe ich nicht. Das heißt also, die AfD kann machen, was sie will, den Leuten ist es egal? Sind das denn alles Protestwähler? Ich bin ein Protestwähler. Und ich bin mit der Politik, die wir bis jetzt hatten, nicht einverstanden. Und keine Partei sagt mir jetzt in irgendeiner Form zu. Gut, die AfD natürlich auch nicht. Aber NPD wollten Sie nicht wählen. So bescheuert bin ich auch wieder nicht. Ja. Gut, ich bin schon bescheuert sicherlich, weil ich die AfD gewählt habe. Als Erststimme, aber so bescheuert, die NPD zu wählen, bin ich natürlich nicht. Ja, das ist doch eine tolle Erkenntnis. Das werte ich mal als Erfolg meines AfD-Stimmenberatungsservice. Und morgen fahre ich nach Dresden. Ein Schön von Martina Hauschild. In der Linkspartei hat es ja einen offenen Streit gegeben zwischen der Parteispitze und der Fraktion. Die haben sich ganz schön gezofft. Ja, doch. Die Frage war, wer wem wo reinreden darf. 9 Stunden lang haben sie darüber diskutiert und das Ergebnis sah dann so aus. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion. Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich würde sagen, Fortsetzung folgt. Das war Extra da. Jetzt geht es weiter mit Ratzkes Rendezvous. Sven Ratzke, guter Mann, habe ich mal persönlich kennengelernt. Heute zu Gast die wunderbare Merit Becker. Gute Frau, habe ich noch nie persönlich kennengelernt. Auf jeden Fall, guck, tschüss, bis zum nächsten Mal.